werden wir endlich mal wieder mit einer einigermaßen bezahlbaren Grafikkarte beglückt. Aber steht bezahlbar denn immer gleich für ein gutes Angebot? Meine Freunde, spät bin ich wieder dran mit meinem Testbericht, aber ich hab's zumindest geschafft. Heute im Test die Zotac RTX 3050 Twin Edge OC. Dabei handelt es sich unter den Grafikkarten um den lang ersehnten Vertreter für den vermeintlich schmaleren Geldbeutel, wobei dieser heutzutage für Ware dieser Art eher doch gut gefüllt sein sollte. Denn wobei sich die UVP, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, auf 249 US-Dollar für die Karte beläuft, ist in der Regel im Handel wesentlich mehr dafür auszugeben. Trotzdem gibt es bestimmte Händler, darunter auch Equipa, wo ich immer einkaufe, die ab und zu Karten zur UVP in die Hände bekommen. Nichtsdestotrotz blende ich nur ungern Preise zu Grafikkarten ein, da diese die letzten Jahre einfach so dermaßen stark schwanken, meist nach oben hin, dass man im Endeffekt einfach keine realistischen Handelspreise mehr nennen kann. Insofern fällt auch jeglicher Vergleich mit anderen Modellen äußerst schwer. Heißt also, dass ich mich im heutigen Test nicht wirklich auf Preise fixieren werde, sondern allein auf die gebotene Leistung im Vergleich zu anderen Karten wie RTX 2060, 2060 Super, GTX 1650 Super und so einige mehr. Ein verdient gigantisches Dankeschön geht an den lieben Georgios des Hardware-Shops Equipa fürs Ermöglichen dieses Testberichts raus. Er besorgt mir die letzten Jahre zuverlässig die Hardware, die ich brauche und das selbst in den Zeiten der Lieferengpässe. Nein, für diese Äußerung werde ich nicht bezahlt, wollte mich nur herzlich bedanken. Hashtag not sponsored. Nun gut, der Lieferumfang fällt, wie gewohnt bei Grafikkarten heutzutage, recht mager aus. Auf den ersten Blick überzeugt die Twin Edge OC-Ausführung von Zotac in Sachen Verarbeitungsqualität. Man spricht zwar nicht vom allerhochwertigsten, da auf eine Kunststoffabdeckung gesetzt wurde, doch Punkte gibt es für die Backplate, die tatsächlich aus Metall ist. Zotac klatscht ihren sogenannten iStorm 2.0 Kühler auf deren RTX 3050. So richtig Besonderes gibt es hier tatsächlich nicht zu bestaunen, aber eine durchaus gelungene Twin-Fan-Kühllösung. Zotac lässt wie viele andere Boardpartner ebenso die Lüfter im Leerlauf unter geringen Lasten bzw. GPU-Temperaturen mittels ihrer Funktion Freeze Fan Stop automatisch stehen. Erst wenn bestimmte Temperaturen erreicht werden, schalten sich die Lüfter zu. Finde ich bei Grafikkarten immer eine tolle Sache, wobei ja da jeder andere Ansichten mitbringt. Man darf diese Funktion natürlich auch deaktivieren. Da die RTX 3050 nur eine TDP von 130 Watt aufweist, sollten Temperaturen und Stromverbrauch völlig unbedenklich sein. Das zeigt uns auch schon der einzelne 8-Pol PCI-Express Stromanschluss, der hier erforderlich ist. Anders als was sich AMD beispielsweise mit ihrer nicht gut ankommenden RX 6500 XT mit lächerlichen 4 GB VRAM im Jahr 2022 geleistet haben, stattet Nvidia die RTX 3050 mit brauchbar angemessen angebundenen 8 GB GDDR6 Videospeicher aus. Außerdem mussten keine Abstriche bei den Videoausgängen gemacht werden. Technisch macht die RTX 3050 jedenfalls schon mal keinen verkehrten Eindruck. In-game lese ich durchschnittlich mit meinem Modell, der RTX 3050, einen GPU-Takt von 1950 MHz aus. Als Testsystem kommt für Grafikkarten bei mir die AMD Ryzen 9 5950X CPU mit meinem gewohnten ASRock X570PG Velocita Mainboard ins Spiel. Man würde zunächst annehmen, dass es sich im Falle der RTX 3050 um eine Grafikkarte mit Ausrichtung rein für Full HD 1080p Gaming handelt, doch getestet habe ich ebenso auf WQHD 1440p für alle, die es gerne wissen möchten. Das wären nun die Benchmarks.
Eines will ich anfangs gleich loswerden, und zwar, dass die RTX 3050 definitiv etwas drauf hat. Natürlich handelt es sich hier um kein Performance-Wunder oder dergleichen, und es wird schnell klar, dass man für eine anständige Bildrate auf jeden Fall bei der Bildschirmauflösung 1080p bleiben sollte. Natürlich ist auch Gaming auf WQHD 1440p ohne weiteres möglich, doch je nach Spieletitel und eingestellten Grafikdetails kann es mit den FPS doch teilweise etwas eng werden. Immerhin hat die RTX 3050 selbst auf 1080p mit den Schwergewichten unter den AAA-Spielen bereits ab und an zu kämpfen. Man muss natürlich dazu fairerweise sagen, dass ich für Benchmark-Zwecke stur alles größtenteils auf maximalen Grafikdetails hochgestellt bzw. belassen habe. Vielleicht in der Leistungsklasse von Grafikkarten nicht immer ratsam. Gegen welche Grafikkarten genau verglichen werden sollte, kann ich hier leider nicht so einfach beantworten, zumal ja nicht einmal eine vollständige Liste an vergleichbaren Grafikkarten in meinen Diagrammen vertreten ist. Immerhin knabbere auch ich stark daran, an Karten für solche Tests ranzukommen. Aufgefallen ist mir jedenfalls, dass ich die RTX 3050 und die ältere RTX 2060 hier und da in den Gaming-Tests merklich abwechseln. Meist ist es aber so, dass die RTX 2060 im Durchschnitt, was Rohleistung betrifft, als Gewinnerin hervorgeht. Da hätte ich mir von der RTX 3050 doch etwas mehr Wumms erwartet. Nichtsdestotrotz kann aber nicht behauptet werden, dass die 3050 enttäuscht. Rein theoretisch, auf dem Papier zumindest, was die UVP betrifft, wäre die RTX 3050 tatsächlich um ein ganzes Stück preisgünstiger als die RTX 2060. Von daher also ein theoretischer Erfolg. Schade nur, dass sich diese nicht immer so recht auf die Praxis abfärbt. Was die Lautstärke betrifft, liefert die Kühllösung von Zotac gute Arbeit. Unter geringen Lasten arbeitet die Karte nämlich geräuschlos, da die Lüfter stehen bleiben, und selbst unter Volllast oder beim Gaming ist von der Grafikkarte kaum etwas zu hören, zumindest für meine Ansprüche. Die Temperaturen sind im komplett unbedenklichen Bereich. Man könnte diese natürlich noch weiter senken, würde man die Lüfterkurve manuell anpassen, was aber nicht nötig ist. Wenig überraschend überzeugt ebenso der Stromverbrauch. Und da sich einige öfters fragen, wie diese bei mir zustande kommt, gemessen wird das Gesamtsystem. Grafikkarte auf Volllast, CPU im Leerlauf. Zwar würde man als Käufer einer RTX 3050 wohl den größten Fokus auf Gaming richten, kann auch die Produktivitätsleistung ein Kaufargument für manche werden. Unbrauchbar ist die RTX 3050 selbst in dem Anwendungsgebiet nicht. Trotzdem wäre es ratsam, auf leistungsstärkere Modelle auszuweichen, sofern möglich, wenn man ernsthaft auf gute Produktivitätsleistung angewiesen ist. Eine RTX 3060 katapultiert einen schon in ganz andere Regionen, leider genauso was Preise angeht. Also ganz ehrlich, die RTX 3050 haut mich jetzt nicht um. Sie ist eine sehr gute 1080p Gaming-Grafikkarte, bringt dann aber nicht so viel Performance mit, dass ich neben mir stehen würde. Das hängt zum Großteil davon ab, zu welchem Preis wir Endkunden eine solche RTX 3050 in die Finger bekommen. Würden wir tatsächlich ständig mit der UVP rechnen können, sähe die Geschichte schon ganz anders aus. Versuchen wir die Situation aber positiv zu sehen, denn Grafikkartenpreise scheinen allmählich erneut zu fallen. Hoffentlich diesmal ernsthaft, sodass bei allen renommierten Händlern vernünftige Preise ausgehängt werden können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Video.